E-Class e.V. ist ein Industrieverein, der von den großen Unternehmen der Chemieindustrie gegründet wurde, mittlerweile über 150 Mitglieder hat. Und er befasst sich mit der Ausarbeitung des gleichnamigen E-Class-Standards zur Klassifikation und Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen in einer einheitlichen, standardisierten Art und Weise, maschinenlesbar und sprachenunabhängig. Also wir haben schon sehr viele namhafte international agierende Konzerne, aber auch aus dem Mittelstand, der ist sehr gut bei uns vertreten. Um nur ein paar zu nennen, Siemens, Phoenix Contact, Weidmüller oder Schneider Elektrik. Der standardisierte Austausch von Engineering-Daten basierend auf E-Class ist etwas, was wir in unseren Systemen implementieren. Zum einen in der WSCAD Suite und zum anderen in WSCADUniverse.com, die cloudbasierte Artikeldatenbank, wo wir die ganze Struktur entsprechend dem E-Class-Format anpassen. Unseren Usern oder Anwendern von E-CAD-Software im Hinblick auf WSCAD ist unser Ziel, dass die einfach die Daten zur Verfügung haben und damit arbeiten können ohne lange Wartezeiten. Wir sind von Anfang an bei E-Class engagiert und große Fans davon. Und für Industrie 4.0 sind die Daten die Basis von allem. Jeder redet von einem Digital Twin. Das heißt, er möchte die 3D-Mechanikzeichnung und die Elektrotechnikzeichnung und den Kabelbaum und alles zusammenbringen. Aber wenn er die Stecker schon mal gar nicht hat oder die Bauteile im Schaltschrank gar nicht hat und die händisch aufnimmt mit Fehlern womöglich behaftet, dann nimmt die Datenqualität nach oben nur noch ab. Und da ist, denke ich, eine wichtige Basis, vernünftige Daten, und die kann E-Class liefern. Mit der E-Class haben wir endlich einen Standard für den Datenaustausch, den wir nutzen können in unserer Software und müssen nicht mehr auf proprietäre Schnittstellen zurückgreifen. Ja, der Austausch wird dadurch sowohl für unsere Kunden als auch für uns wesentlich einfacher. Die Schnittstelle kann einfacher werden und bringt alle Vorteile mit, die ein Standard üblicherweise mit sich bringt. Ja, wir sind sehr zufrieden mit der Messe bisher. Es waren schon sehr, sehr viele Besucher da, vor allem auch aus dem internationalen Bereich. Aus Amerika, aus Japan kamen einige sehr interessante Besucher auf unseren Stand. Die wollen auch das Thema E-Class bei sich im Konzern und im Unternehmen pushen. Durch die vermehrten Aktivitäten der Unternehmen im Bereich der Industrie 4.0, wenn es um Maschinenkommunikation geht, die Leute wirklich begriffen haben, dass sie eine Kommunikationsstruktur oder einen kommunikativen Standard brauchen. Und jetzt, wo wirklich angefangen wird, operativ was zu tun, dass die Unternehmen und zu uns kommen und fragen, können die uns helfen? Der Engineering-Bereich ist für E-Class sehr wichtig, und auf der SPS Drives haben wir die Möglichkeit, mal näher an den Kunden ran zu sein und uns mit denen auszutauschen.